Hallo zusammen, mein Name ist Fernando Correa. Ich bin Entwickler und CEO eines Energieversorgungsunternehmens. Freut mich heute am Tag der Demografie hier in Erfurt zu sein. Und auch bei uns berührt das Thema Altersvorsorge Kunden von uns, weil wir auch Altersvorsorge stellen in Form von Photovoltaikanlagen. Eine Form, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Wir sind eher asset-lastig als virtuell lastig. Also virtuell meine ich mit Werte, die hoch und runter gehen können, wie an der Börse. Das passiert bei unseren Werten nicht. Insofern ist das ein wichtiges Thema auch für die Zukunft, weil seit Ende der 70er Jahre, wie wir wissen, sind die Rentenkassen nicht mehr das, was sie eigentlich halten sollten. Und immer mehr wird private Vorsorge wichtig. Ein Thema schon seitdem ich in der Finanzdienstleistung war, 30 Jahre ist das ein Thema. Doch heute mehr wie je zuvor.